will man das, den Orben, das, was ich mit Tore Schölermann zum Beispiel hier gemacht habe. Was du da gemacht hast, war eher einfach dumm, kindisch und unhöflich. So würde ich das jetzt bezeichnen, aber das war tatsächlich auch kein Mobbing. Ne? Also, vielen Dank und So, da seht ihr es. Zum Beispiel Tore Schölermann. Er sagt, ich bin dumm oder ich verhalte mich dumm. Ist aber egal, ist ja nicht schlimm. Ich akzeptiere es. Ich muss es mir ja auch gefallen lassen, dass jemand zum Beispiel den ganzen Tag da nur irgendwelche Texte, die er in der Hand hält, vor Hartz-IV-Empfängern da irgendwie kundgibt. Dann nehme ich es auch hin. Was soll man machen, Leute? So ist das Showbiz. So kann man doch einfach drüber stehen und vernünftig sein, Leute. Und auch in seinem Fall, liebe Frau Angela Merkel, tun Sie mir bitte einen Gefallen. Ich weiß, Sie handeln sehr verantwortungsbewusst, was Deutschland angeht und den Coronavirus oder diese Pandemie, die wir hier gerade haben. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Öffnen Sie bitte in der Region, wo der Tore Schöllermann, wohnt, bitte einen Friseur. Bitte tun Sie uns alle diesen Gefallen. Also Leute, so einfach geht das. Ich möchte nur Promotion für mein Album. Das ist einfach, was ich erreichen will mit diesen Stories. Warum versteht das keiner? die Bundeskanzlerin würde sich, wenn zum Beispiel darum kümmern, neue Schulen zu eröffnen oder das Bildungssystem tatsächlich zu stärken. Und das könnte für dich ja zum Vorteil sein. Das werde ich mal weitergeben. Also, schöne Grüße ins Auto. Also Leute, seht ihr, ich wurde gerade als dumm bezeichnet, hab mein Album promotet, Geld verdient, so dumm war es gar nicht. Und ihr wurdet entertained. Das Leben kann doch einfach so schön und einfach sein. Tore, viel Spaß in der Quarantäne, alles Gute.